So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben uns gefragt, ob hier p gleich 1/2 oder wenn beide mit 1/2, 1/2 mischen, ob das vielleicht ein Nash-Gleichgewicht sein könnte. Und dann fragen wir uns, ob es einen Anreiz abzuweichen gibt für einen der beiden. Und ja, wie Sie selber nachprüfen können, es gibt keinen Anreiz, also man kann sich nicht besser stellen, indem man abweicht. Und das heißt, 1/2, 1/2 für beide Spieler ist ein Nash-Gleichgewicht in dieser Situation. Sie merken, ich gehe da relativ schnell durch. Ja, weil, wie gesagt, das sind grundlegende Standardthemen. Und Sie können da gerne viele Fragen und oft Fragen stellen im Forum. Und ja, das Wichtige ist, dass wir da jetzt quasi durchgehen und Sie sich ausführlich selber damit beschäftigen. Dann haben wir noch ein Spiel, das Sie vielleicht kennen. Schere, Stein, Papier. Auch hier können wir mal, ne, vom Bauchgefühl her vermuten, dass eine gleichmäßige Mischung, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, ein Nash-Gleichgewicht sein könnte. Also wir fragen uns, ist hier ein Nash-Gleichgewicht erreicht, wenn beide Spieler jede Strategie, also Stein, Schere und Papier, mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel spielen, also gleichmäßig mischen. Prüfung. Kann ein Spieler sich besser stellen, indem er abweicht? Okay. Okay, wie prüfen wir das? Ganz kurz, nur eine Skizze. Wie prüfen wir es für Spieler 1, ob er sich besser stellen kann? Okay. Wir nehmen an, wir sind schon in der Situation, wo beide ein Drittel mit jeweils ein Drittel gespielt haben. Okay. Und dann überlegen wir uns für Spieler 1, gegeben, dass Spieler 2 jeweils ein Drittel mischt, könnte sich Spieler 1 besser stellen, indem er was anderes als ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel spielt. Okay. Dafür müssen wir erstmal ausrechnen, was denn sein Erwartungswert ist, wenn er jeweils ein Drittel spielt. Okay. Dann, das nennen wir, also sein Erwartungswert, PA, P steht immer für irgendeine Art von Payoff und E für Erwartung, ist dann ein Drittel mal irgendwas plus ein Drittel mal noch was plus ein Drittel mal noch was. Ne? Und das ein Drittel kommt jeweils hier von Spieler 2. Ne? Und das Ganze dreimal, okay? Quasi das hier ist dann für, das hier wäre dann, wenn Spieler 1 Stein spielt. Oh ne, das ist jetzt falsch. Okay, wir müssen es ein bisschen ausführlicher aufschreiben. Wir wissen, dass Spieler 2 mit ein Drittel Stein spielen wird. Okay, das heißt, das hier ist schon mal das Gewicht, ein Drittel mal, und dann machen wir eine große Klammer auf. Und dann wissen wir, wir spielen selber mit ein Drittel Wahrscheinlichkeit Stein, Schere, Papier. Das heißt, wir haben dann ein Drittel 0 plus. Minus ein Drittel 1 plus ein Drittel 1. Ne? Das ist hier die Reihe mit jeweils ein Drittel. Und das gehen wir dann weiter durch. Ne? Plus ein Drittel, noch eine große Klammer. Das ist dann hier die Reihe. Plus ein Drittel, noch eine große Klammer. Das ist hier die Reihe. Okay? Und ja, wenn Sie ein bisschen Bauchgefühl dafür haben, sehen Sie sofort, dass hier 0 rauskommt. Ne? Wenn wir von 0, minus 1 und 1 ein gleichgewichtetes Mittel bilden, dann sollte da 0 rauskommen. Und da hier
dass hier die gleichen Zahlen sind und hier auch nur in einer Reihenfolge, kommt hier wieder 0 und hier wieder 0 raus. Das heißt, die erwartete Auszahlung, wenn beide ein Drittel spielen, ist jeweils 0. Und jetzt können wir uns fragen, ob Spieler 1 sich besser stellen kann, wenn er davon abweicht. Ne? Wenn er nicht mehr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel spielt, sondern was anderes. Zum Beispiel von mir aus, er spielt mit Wahrscheinlichkeit 1,5. Moment, das machen wir nicht hierhin, sondern hierhin. Er spielt mit Wahrscheinlichkeit 1,5 Papier und mit 1/4 Schere und 1/4 Stein. Okay. Wenn Sie das einsetzen in die Formel, die wir eben hatten, wenn Sie dann Ihren erwarteten Payoff für Spieler 1 ausrechnen, gegeben, dass Spieler 2 bei 1 Drittel weicht, bei 1 Drittel jeweils bleibt, dann werden Sie feststellen, dass Spieler 1 sich nicht besser stellen kann. Und die Tatsache, dass er sich nicht besser stellen kann, bringt uns zu der Schlussfolgerung, dass es sich um ein Nash-Gleichgewicht handelt, nämlich in dem beide jeweils jede Strategie mit 1/3 spielen. Okay? Denn keiner kann sich durch unilaterales Abweichen besser stellen und deswegen haben wir ein Nash-Gleichgewicht, ein sogenanntes Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien. Okay? Und wiederum haben wir hier ein Nash-Gleichgewicht gefunden, ein gemischtes Gleichgewicht gefunden, wo es kein Gleichgewicht in reinen Strategien gibt. Ne? Also mit unserer Standardprüfung nach besten Antworten würden wir hier kein Nash-Gleichgewicht finden. Okay, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Wir haben ja bis jetzt nur gesehen, wie man ein Gleichgewicht in gemischten Strategien erkennen kann, aber wir haben noch nicht gesehen, wie man es findet. Wir haben immer nur einfach geraten und dann nachgewiesen, dass das, was wir vermutet haben, auch eins ist. Okay? Und wir fragen uns jetzt, wie wir so ein Gleichgewicht in gemischten Strategien finden können. Und dazu kehren wir zum Enforcement Game zurück. Und der Grundsatz, wie man ein Gleichgewicht in gemischten Strategien findet, ist: Lege die Wahrscheinlichkeiten so fest, dass der andere Spieler indifferent zwischen seinen Handlungsalternativen ist. Okay. Was das heißt, sehen wir gleich. Zunächst müssen wir noch Wahrscheinlichkeiten definieren. P sei die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter das Recht bricht. Also hier. Das heißt, hier unten Recht achten ist dann mit Wahrscheinlichkeit 1p. 1 minus p meine ich. Und Q sei die Wahrscheinlichkeit, dass der Polizist kontrolliert. Okay? Das heißt, mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Q wird er nicht kontrollieren. Das ist einfach nur für die Notation wichtig. Wie gehen wir jetzt vor? So, nehmen wir an, eine gemischte Strategie sei optimal für den Täter. Okay? Das heißt, das ist eine Strategie, bei der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Recht brechen gespielt wird und mit der Restwahrscheinlichkeit Recht achten. Okay? Damit so eine gemischte Strategie für den Täter überhaupt optimal sein kann, also eine beste Antwort auf die Strategien des Polizisten, damit eine gemischte Strategie des Täters eine beste Antwort sein kann, muss für ihn gelten, dass seine erwartete Auszahlung, wenn er Recht brechen spielt, genau gleich der erwarteten Auszahlung entspricht, wenn er Recht achten spielt. Also die erwartete Auszahlung für den Täter für seine Handlungsalternativen muss jeweils gleich sein. Wenn das nicht der Fall wäre, wenn die erwarteten Payoffs für den Täter hier nicht gleich wären, dann hätte er eine klare Präferenz für die eine oder die andere Handlungsalternative und er würde eine reine Strategie, eine pure Strategie nehmen, wo er sich ganz für eins von den beiden entscheidet. Okay? So, und mathematisch bedeutet das, wir setzen die beiden erwarteten Auszahlungen PRB und PRA gleich und lösen nach Q auf. Ganz einfach. Was haben wir hier? Die erwarteten Auszahlungen sind ganz leicht erklärt. Ich habe eben schon die Notation eingeführt. Pi steht für die Auszahlung, RB steht hier für Recht brechen. Das heißt, hier steht die erwartete Auszahlung für den Täter, wenn
Errechtbrechen spielt, nämlich mit Wahrscheinlichkeit Q kriegt er minus 2, mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Q kriegt er 4, weil er weiß, oder weil wir Q und 1 minus Q als die Wahrscheinlichkeiten des Polizisten definiert hatten. Dann der erwartete Payoff des Täters, wenn er Recht 8 spielt, ist mit Wahrscheinlichkeit Q kriegt er minus 1 und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Q kriegt er 0. Okay? Das setzen wir gleich, lösen nach Q auf und wir kriegen einen Q-Stern raus. Okay? Genau, wir kriegen einen Q raus von 4 Fünftel. Was ist das? Das ist die Wahrscheinlichkeit Q des Polizisten und diese Wahrscheinlichkeit Q-Stern charakterisiert die gemischte Strategie des Polizisten. Und auf die wissen wir auf jeden Fall, ist eine gemischte Strategie des Täters eine beste Antwort. Okay? Welche gemischte Strategie des Täters ist... Oh, Entschuldigung. Welche gemischte Strategie des Täters ist optimal? Wirklich optimal? Also jetzt überlegen wir uns das P. Wir gehen genauso vor wie eben, nur eben aus der anderen Perspektive. Wir suchen also die Wahrscheinlichkeit P, bei der der Polizist indifferent ist zwischen Kontrolle und Nichtstun. Ne? Also, weil er sonst nicht mischen würde. Okay? Die erwartete Auszahlung für den Polizisten, wenn er Kontrolle spielt, hier P, K, ist, er kriegt mit Wahrscheinlichkeit P 1 und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P kriegt er minus 1. Wenn er nicht Kontrolle spielt, hat er mit Wahrscheinlichkeit P minus 3 und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P 2. Wiederum gilt, wir müssen das gleichsetzen und wir erhalten ein optimales P-Stern von 3 Siebtel. Okay? Genau, und das charakterisiert eben die Strategie des Täters, auf die eine gemischte Strategie des Polizisten eine beste Antwort wäre. Okay, und somit charakterisiert diese beiden Wahrscheinlichkeiten charakterisieren quasi das unser Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien. Okay, es wäre irgendwie sowas wie. Ich weiß nicht genau, wie man das schreibt. Okay. Auf jeden Fall vom Inhalt wissen Sie ja, was gemeint ist. Eine gemischte Strategie, in der der Täter mit einer Wahrscheinlichkeit 3 Siebtel Recht brechen spielt und in der der Polizist mit einer Wahrscheinlichkeit 4 Fünftel Kontrolle spielt. So eine Strategie ist ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien. Also eine Strategienkombination, bei der es sich für keinen der beiden lohnt, unilateral abzuweichen. Okay? Das ist wichtig für Sie. Das ist quasi jetzt die Anleitung gewesen, wie Sie ein Gleichgewicht in gemischten Strategien finden. Und das schauen wir jetzt gleich nochmal an, im sogenannten Koordinationsspiel. Warum ist das Koordinationsspiel interessant? Naja, wenn Sie sich zurückerinnern, beim Koordinationsspiel wissen wir ja, dass es ein und sogar zwei Nash-Gleichgewichte in reinen Strategien gibt. Von daher wird es ganz spannend sein, hier nochmal zu gucken. Entschuldigung, ich musste jetzt alles... Meine Animation ist hier durcheinander gekommen. Wir wissen, es gibt zwei Nash-Gleichgewichte in reinen Strategien und von daher ist es spannend, sich hier zu überlegen, ob es auch Nash-Gleichgewichte in gemischten Strategien gibt. Wieder müssen wir uns Wahrscheinlichkeiten definieren. Ganz einfach machen wir es. Wahrscheinlichkeit links zu spielen ist P1 ist gleich P2. Also für den Spieler 1 ist die Wahrscheinlichkeit links zu spielen P1 und für den Spieler 2 ist die Wahrscheinlichkeit links zu spielen P2. Okay, ganz einfach definiert. Und dann haben wir hier unten 1 minus P1 für Spieler 1 und 1 minus P2 für Spieler 2. So, wieder gilt der Grundsatz, lege die Wahrscheinlichkeiten so fest, dass der andere Spieler indifferent ist. Ne? Denn sonst wäre eine gemischte Strategie ja sowieso ausgeschlossen. Das heißt, für den Spieler 1 überlegen wir uns,
Wenn er links spielt, dann ist sein erwarteter Payoff mit Wahrscheinlichkeit P2 1 und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P2 0. Ja, das ist das und das. Und wenn Spieler 1 rechts spielt, das ist hier durch 1R gekennzeichnet, dann hat er mit Wahrscheinlichkeit P2 0, das ist das hier. Und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P2 hat er 1. Ja, das ist das hier. Wieder setzen wir gleich und erhalten dann eben ein optimales P1 Stern. Überlegen uns das andere für Spieler 2, was seine Mischung wäre oder was für P1 gelten muss, damit Spieler 2 mischt. Und am Ende kriegen wir eben raus, dass ja, eine gleichmäßige Mischung von einer halb das ne, ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien hier darstellt. Ne? Und das ist eben recht spannend, weil wir sehen dann hier, dass dieses Spiel, das so einfach aussieht, tatsächlich zwei Nash-Gleichgewichte in reinen Strategien hat und noch ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien. Okay? Wieder eine kurze Pause.